Ja, willkommen zu einem neuen Video, beziehungsweise zum zweiten Teil einer Videoreihe. Und zwar die Videoreihe vom Fast Deadbeat Regler. In der ersten oder beziehungsweise in dem ersten Teil haben wir hergeleitet, wie die Formel vom Deadbeat Regler, Fast Deadbeat Regler aussieht. Sprich, wir haben hier dieses Blatt einmal näher besprochen und näher angeschaut, um einfach den Ansatz und den Algorithmus vom Fast Deadbeat Regler zu verstehen und auch warum dieser eben Fast Deadbeat und nicht nur Deadbeat Regler heißt. Es gibt, wie gesagt, auch einen ersten Teil, in dem der Deadbeat Regler und auch die Herleitung vom Deadbeat Regler herkommt. Das heißt, wenn ihr aus Versehen oder beziehungsweise extra dieses Video zu erst angeklickt habt, dann schaut vielleicht doch vorher nochmal auf den anderen vorbei und ansonsten geht es hier wirklich nur um das Beispiel mit der Formel, um das anzuwenden. Also alle näheren Definitionen, wie gesagt, zum Fast-Beat-Regler sind im anderen Video, das ist nochmal der Infobox bzw. oben rechts am Ende des Videos verlinkt. Dann kommen wir jetzt mal zum Beispiel vom Fast-Deadbeat-Regler. Also wir haben gegebene Strecke, das ist wieder eine diskrete Strecke, weil wir ja jetzt quasi einen richtig diskreten Reglerentwurf machen. Diese diskrete Strecke hat folgendes Aussehen, und zwar z plus 1/2 geteilt durch 4z² minus 3z plus 0,5. Und aus dieser Strecke wollen wir jetzt eben erstmal die typische Form aufstellen für die Strecke, um dann eben den Regler zu entwerfen. Und haben dann unseren Fast-Deadbeat-Regler tatsächlich schon fertig. Das ist eigentlich nur Schema F. Genau, also gz von z. Ich schreibe es nochmal gerade ab, damit wir es auch hier haben, ist z plus 1/2 geteilt durch 4z² minus 3z plus 1/2, also plus 0,5. Und an der Stelle mache ich jetzt erstmal, und das ist immer ein relativ guter Schritt, um halt erstmal auf die Form zu kommen, dass man überall diese z hoch minus irgendwas stehen hat. Wir dürfen ja nirgendwo ein z stehen haben in der Reihe, das heißt, wir müssen auf jeden Fall in beiden, oder beziehungsweise wir müssen überall schaffen, dass z hoch minus den höchsten Grad zu verschwinden lassen, also verschwinden zu lassen. Hier haben wir eben z hoch 2 als höchsten Grad, das heißt, wir müssen durchmultiplizieren mit z hoch minus 2 durch z hoch minus 2. Und dann kommen wir eben darauf, dass gz von z gleich an der Stelle ist 1/2 z hoch minus 2. Das wäre jetzt mit dem multipliziert plus z hoch minus 1. Und dann das gleiche unten auch nochmal, das heißt, wir haben hier 4 minus 3 z hoch minus 1. Plus 0,5z hoch minus 2. Genau, wenn wir das haben, dann können wir das Ganze jetzt schon mal ein bisschen wieder vereinfachen, indem wir, also ich schreibe nochmal gz von z, indem wir uns jetzt überlegen, ja, was müssen wir denn auf welche Form bringen, beziehungsweise was das erlaubt. Wir müssen hier oben auf jeden Fall diesen konstanten Faktor 1 drin haben, dürfen aber ein z hoch irgendwas rausziehen. Das heißt, hier ziehen wir ein z hoch minus 1 raus aus dem Zähler und kommen dann eben auf die Form 1/2 z hoch minus 2, z hoch minus 1, Entschuldigung, plus 1 geteilt durch 4 minus 3z hoch minus 1 plus 0,5z hoch minus 2. Und dann, weil wir es herausgezogen haben, hier mal z hoch minus 1. Also hier oben steht, Entschuldigung, das sieht man jetzt natürlich nicht mehr so gut, 1/2 z hoch minus 1 plus 1. Und dann habe ich die z hoch minus 1 rausgezogen, sodass wir die hier eben hinten stehen haben und quasi schon fast unser d direkt ablesen können. Genau, was ich jetzt noch mache, ist, weil wir ja auch hier unten eine 1 stehen haben wollen, also wir haben ja hier eine 1 schon stehen, hier ist unser konstanter Offset 4, wir wollen aber eine 1 da stehen haben, das heißt, wir müssen jetzt hier ein Viertel erstmal rausziehen aus dem Ganzen, das heißt, da kriegen wir jetzt raus 1/2 z hoch minus 1 plus 1 geteilt durch, und jetzt ziehe ich das mal raus, das Ganze, das ist dann nichts anderes wie, ich schreibe es am besten mal hinten dran, also hier haben wir z hoch minus 1 mal 1/4, also ich habe hier 4 rausgezogen aus dem Nenner und komme dann eben darauf, dass ich im Nenner stehen habe 1/8 z hoch minus 2, also ich schreibe es mal direkt wieder andersrum auf, also z hoch minus 2 als 1/8, dann minus 3/4 z hoch minus 1 und dann halt die plus 1, die wir eben durch das Rausziehen rausgebracht haben. Also wenn wir jetzt die 4 hier wieder rein multiplizieren, dann haben wir wieder den ursprünglichen Term. Ich habe sie nur rausgezogen, da es eben genau an der Stelle gefordert war. Nun sehen wir also, wenn wir das Ganze mal betrachten, wir haben jetzt also zum einen q von z. Das ist dieses qz von z. Ich kann es auch qz von z nennen. Das ist das gleiche wie der Term, der oben steht. Also 1/2 z hoch minus 1 plus 1. Dann haben wir nz von z. Das ist nichts anderes wie der Term, der unten steht. Das ist also jetzt in dem Fall 1/8 z hoch minus 2 minus 3/4 z hoch minus 1 plus 1. Und dann haben wir unseren Verstärkungsfaktor k auch noch und unseren d auch noch. Also k ist in dem Fall genau das, was wir halt hier sehen als Vorfaktor. Ist in dem Fall bei uns 1/4 und d ist bei uns gleich 1. Ja, ich hoffe, man sieht das hier 1/4.
Genau, und wenn wir das Ganze jetzt wieder aufstellen wollen, also einfach nur den Regler, den wir hier verwendet haben, dann können wir jetzt einfach blindlings einsetzen. Das ist dann, denke ich, nicht mehr der schwere Teil. Das heißt, ich setze jetzt tatsächlich wirklich nur noch ein, was wir halt eben brauchen, beziehungsweise schon ausgerechnet haben. Das heißt, RZ von Z ist in dem Fall gleich N von Z durch Q von Z. Das ist also 1 Achtel Z hoch minus 2 minus 3 Viertel Z hoch minus 1 plus 1 geteilt durch Q von Z. Das ist ein halb Z hoch minus 1 plus 1. So, jetzt kann ich das Ganze multiplizieren mit 1 durch 1 minus Z hoch minus D. Also mal 1 durch 1 minus Z hoch minus 1. Und dann mal 1 durch K, hier ein bisschen aufpassen, K ist ein Viertel, also 1 durch 1 Viertel ist das gleiche wie mal 4. Und damit kommen wir eben darauf, dass das Ganze, also ich mache mal ist gleich Punkt, 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 Punkt. Damit kommen wir eben darauf, dass ich das Ganze jetzt einfach ausmultiplizieren kann immer weiter, bis ich dann ein schönes Ergebnis habe. Das war jetzt nicht so schön. 1 Achtel Z hoch minus 2 minus 3 Viertel Z hoch minus 1 plus 1. Und quasi hier mal 4 oben drin stehen, weil die hiervon kommen und dann hier unten das einmal durchmultiplizieren, also hier dran denken, jeden Teil mit jedem multiplizieren. Das heißt, ich habe hier 1 halb z hoch minus 1 plus 1, also ich habe hier 1 halb mal z hoch minus 1 plus 1, dann minus 1 halb z hoch minus 2 und dann minus z hoch minus 1. Und das kann ich dann immer weiter ausmultiplizieren bzw. vereinfachen. Also wenn ich das Ganze jetzt an der Stelle habe, wo ich jetzt bin, würde ich an der Stelle einfach, damit es gleich schöner aussieht, einfach mal mit z² durch z² multiplizieren, also erweitern. Das ändert ja, sage ich mal, nichts. Dann ist das Ganze nichts anderes wie 1 Achtel minus 3 Viertel z plus z². Genau, das Ganze mal 4. Dann teile ich das durch und habe hier unten ebenfalls den gleichen Schritt. Jetzt muss ich hier aufpassen, was zusammengehört. Also 1 halb z hoch minus 1 minus z hoch minus 1 wird zu minus 1 halb z hoch minus 1. Das heißt, der erste Term, den ich vielleicht an der Stelle multiplizieren sollte, ist wieder, damit es vorne steht, minus 1 halb mal z hoch minus 2 mal z hoch 2 ist nichts anderes wie minus 1 halb. Jetzt aber beachten, dass dieses Ganze zusammen halt minus 1 halb z hoch minus 1 ist. Das heißt, ich habe jetzt minus 1 halb z an der Stelle stehen. Also minus 1 halb z und dann noch an der Stelle minus 1 halb z hoch minus 2 mal z hoch minus 2. Da kommt dann an der Stelle raus, also wenn ich das hier multipliziere, nicht plus, minus 1 halb als Zahl, Entschuldigung, einfach als Zahl. Das heißt, ich habe an der Stelle jetzt minus 1 halb, Moment, Entschuldigung, ich habe es an der falschen Stelle multipliziert. Ich habe diesen Teil schon multipliziert. Also minus 1 halb z minus 2 mal z hoch 2 ist minus 1 halb. Ich muss jetzt noch die plus 1 multiplizieren. Das ist plus z Quadrat an der Stelle. Habe mich schon gewundert, warum da zwei Zahlen rauskommen. Also hier an der Stelle alle Zahlen durchmultiplizieren. Also hier war der vorderste Teil, diese beiden waren dieser Teil und z Quadrat mal 1 ist hier hinten dieses z Quadrat. Und dann muss ich an letzter Stelle am besten noch, damit sich auch der kleinste Vorfaktor noch rauskürzt. Also ich habe ja hier ein Achtel drin, wenn ich das mit 4 multipliziere, habe ich immer noch ein Halb, damit es jetzt schön aussieht. Also wir wären theoretisch schon hier oben fertig gewesen, aber meistens will man es ja auf einer schönen Form haben, damit man das Ganze auch zum Beispiel gut überprüfen kann. Kann man hier das Ganze noch mit 2 mal 2 multiplizieren, sodass wir dann noch auf ganze Zahlen kommen. Dann haben wir im Endeffekt da 8z² stehen. Wenn ich hier hinten diese 4 mal 2 mal z² mache, minus 6z plus 1 geteilt durch 2z², das ist an der Stelle minus z minus 1. Und das wäre dann mein Fast-Deadbeat-Regler, wie gesagt. Und wenn ich diesen Fast-Deadbeat-Regler jetzt mit meiner oberen Strecke, die ich gegeben habe, multipliziere, dann kürzen sich halt genau die Polynomanteile raus, die jetzt nicht bezogen auf, also die jetzt nicht genau dieser Teil hier sind. Also z hoch minus d geteilt durch 1 minus z hoch minus d würde sich dann nicht rauskürzen. Aber wie gesagt, wenn ihr mal eine Tabelle schaut, in eine Transformationstabelle, werdet ihr herausfinden, dass das eine relativ witzlose Zahl ist. Dementsprechend an der Stelle würde ich sagen, wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Ansonsten empfehle ich euch, falls ihr es noch nicht getan habt und nicht jetzt gewundert habt, wie das Ganze funktioniert, noch das vorherige Video anzuschauen oder halt einfach mal in die Regelungstechnik-Playlist zu schauen, falls es da noch irgendwas gibt, was euch interessiert. Auch gerade zum Deadbeat-Regler gibt es da ja noch Videos. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video.